Ein Adventskalender ist nicht nur für Kinder ein Weg zur weihnachtlichen Krippe. Jeden Morgen, sie sind noch gar nicht richtig wach. Papa, Mama, welchen haben wir heute? Und sie eilen zum Kalender mit den 24 Türchen, suchen die Zahl, die zum Datum passt, oder eilen mit der Schere zu den Päckchen, die an einer Leine aufgereiht im Flur hängen. Es ist eine besondere Zeit. In manchen Familien ist es gar Brauch, dass man abends zusammensitzt und einer Geschichte lauscht, die in kleinen Schritten, Abschnitten auf den Heiligen Abend vorbereitet. Aber bei all den Terminen und Verpflichtungen, die wir so haben oder uns selbst aufgeladen haben, ist ein solcher Weg nicht ohne Abstriche möglich. Und wie sieht es bei uns Erwachsenen selbst aus? Bereiten wir uns selbst auch auf das Weihnachtsfest vor? Oder erschöpft sich dieses Tun in der Ideenfindung für und der Besorgung von Geschenken, in der Planung von Essen und Trinken? Worauf warten wir? Machen wir uns selbst auf den Weg zur Krippe, zum Kind, zum Licht, zum Glanz? Am besten fangen wir ganz klein an. Wie wäre es mit täglich 3 Minuten? Advent ist ein Weg aus der Dunkelheit zum Licht. Sie alle kennen die Tradition, dass wir von Woche zu Woche eine Kerze mehr anzünden. Je näher wir uns auf das Weihnachtsfest zubewegen, desto heller wird unsere Umgebung, umso mehr vertreiben wir die Dunkelheit aus unserem Leben. Jetzt müssen wir nur noch unsere Türchen suchen und sie öffnen, damit sie Licht in unser Leben werfen. Wo ist die Tür zu meiner Dunkelheit? Wo werfe ich Schatten und nehme anderen das Licht? Hinter welchen Türen liegen die Stolpersteine, an denen ich mich ständig stoße und verletze? Wenn wir diese Türen finden, sie aufstoßen, es wagen, in die unliebsamen Ecken zu sehen, den Besen in die Hand zu nehmen, so kann es hell werden auf Erden. Zum Schluss noch ein musikalischer Gedanke von Lothar Zenetti. Zu sagen, man müsste was ändern, ist gut. Man müsste was ändern. Sich ärgern ist gut, verändern ist besser. Doch wer fängt bei sich damit an?